Ja, hallo Straßenbahnfans 0911. Ja, er heißt zwar eigentlich nicht mehr Straßenbahnfan 0911, aber der werde jetzt den Namen trotzdem in die Videos noch erwähnen, weil es einfach Standard ist. Und ja, aber der YouTube-Kanalname wird anders drin stehen. Aus Sicherheitsgründen, obwohl das glaube ich nichts viel gebracht hat, aber ja. Ja, jetzt noch so ein kleines Kurzvideo, bevor ich den wieder vorbringe, zum Aufräumen. Da man hat gesagt, der Radio geht nicht. Er geht. Zu dem kleinen Radio von Philips. Und ja, der hat einen MP3-Eingang sogar, sehe ich gerade. Den können wir dann mal ausprobieren. Wenn ich schon dabei sind, diese scheiß Prüfsymbole sind die wieder aufgeklebt. Ja, die einzige Ursache, warum es nicht funktionieren kann, ist hier die Antenne, weil die abgebrochen ist. Das ist nur Rauschen. Man kann zwar trotzdem versuchen, hier eine Kleinigkeit mal zu empfangen. Aber ich glaube, in eins geht trotzdem nicht. Ja, der empfängt nichts. Und hier ist sowieso halb teilweise Funkloch. Aber CD funktioniert auf jeden Fall jetzt hat. Da war die Linse leicht eingestaubt und jetzt ist es sauber. Machen wir doch mal an. Und blättern die Lieder schnell durch, wegen Urheberrecht vielleicht. Er hat es auf jeden Fall hier, es geht auf jeden Fall alles. Nicht besonders laut, was will man von diesem kleinen Radio hier erwarten? Klang ist hier nicht besonders gut. Aber geht, CD. Ja. Also es funktioniert auf jeden Fall CD. Aber jetzt gehen wir noch auf die Spur von MP3-Link. Das ist sowas wie ein AUX wahrscheinlich. Ja, AUX-Kabel haben wir da. Nutze ich jetzt noch aus, wenn ich den schon teste. Die werden sich zwar leicht aufregen, wenn die das Video im Netz finden, aber die können sich nicht aufregen, weil die sehen, dass ich hier keinen Scheiß damit baue. Oh, ja. Es scheint über den CD-Eingang zu laufen. Ich glaube, wenn ich jetzt wieder ausstecke, würde wieder die Dinger kommen, ja. Das ist dasselbe Prinzip wie bei dem anderen Radio. Aber meine CD, die tue ich wieder raus. Die kriegen die natürlich nicht. Das war mehr meine schließlich. Ja, also dann probieren wir den Anschluss noch schnell aus. Stecken wir natürlich wieder hier an. Und verwenden wieder urheberrechtfreie Musik. NCS oder so ähnlich. NCS Relays oder wie man das ausspricht. Ja. Bitte nur einen kurzen Moment Geduld. Ja, nehmen wir wieder das. Ja, leck mich mit der Lautstärkenanschwellung. Ich bin trotzdem erhöht, weil kein Ohrstöpsel drin ist. Es ist schon maximal. Okay, fast. Also das funktioniert auf jeden Fall. Das funktioniert auf jeden Fall, da gibt es nichts zu beschweren. No Disc. Ich zeige jetzt einmal, jetzt ist keine drin. Also, ich sag mal danke fürs Zusehen für dieses Kurzvideo vom Philips Ding. Vom Philips Kleinradio. Ja, ist noch. Scheiß Aufkleber mal drauf gewesen früher. Aber gut, das ist wie gesagt nicht mein Radio. Das war jetzt nur mal dass ich das mal testen kann, aber funktioniert und zeig's euch, dass hier nichts ist. Ja, ich schalte es hinten wieder aus. Und ich sag danke fürs Zusehen, Leute. Euer Straßenbahnfan 0911. Der Name, der in die Videos erhalten bleibt. Außer vom Kanalname natürlich.
Ja. Tschüss, Leute, bis zum nächsten Mal.